Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3 Cinder's Mod. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche. Ich habe jetzt eine lange Zeit lang nicht aufnehmen können, weil ganz schön viel Zeug zwischendrin war. Das hat man auch daran gemerkt, dass irgendwie nur sporadisch Folgen kamen, aber ich hoffe, es stört euch nicht so sehr, ne? Die zwei Zuschauer, die ich habe. Und ich würde sagen, ja, wir können jetzt einfach hier weitergehen. Wir waren, letztes Mal sind wir irgendwie hier durch Zufall nach, mein Gott, wie heißt es nochmal hier? Warte mal kurz nachgucken, steht der bestimmt da? Irithyll, genau, nach Irithyll gekommen. Und ja, das ist jetzt die Frage, sollen wir jetzt vielleicht noch weiter zurückgehen und das Spiel vielleicht so spielen, wie es normalerweise gespielt gehört, oder sollen wir hier jetzt einfach weitermachen? Wir sind ja total frei jetzt. Hier ist noch die Wand, die können wir, glaube ich, gar nicht durchschreiten. Ne? Schade. Ist jetzt die Frage. Also, ich würde eigentlich eher dazu tendieren, zurück in den Sumpf zu gehen und von Sumpf aus mal nach Faron zu gehen. Das werden wir jetzt auch machen. Komm. Ravel. High Walls of Lothric. Nee, wo ist der Sumpf? Wo ist denn der Sumpf? Sages irgendwas? Da hier von Halbfeste. Heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Von Halbfeste aus zurück. Durch den Sumpf. Warten. Und dann mal gucken, was da so geht. So, wie immer, wenn ich gerade wieder neu angefangen habe aufzunehmen, werde ich die Gegner total unterschätzen wahrscheinlich. Hallo, komm. Komm sie her. Ach, da fällt mir ein. Wir haben ja letztes Mal. Bleibt ihr da hinten stehen? Ich hoffe. Wir haben ja letztes Mal was erhalten. Und zwar diesen Kristall, den Fire Gem. Den hätte ich ganz gerne noch auf die Waffe gemacht. Das machen wir jetzt gleich noch. Sorry, Leute. Weil ich bin ein kleiner Cheaterboy und ich weiß sehr genau, dass sehr viele Dark Souls Gegner von Fire gestackert werden. Von Fire, ja. Von Feuer. Das will ich ausnutzen. Klar. Darum holen wir es jetzt ganz schnell bei André, die Enchantment für Feuer Gedingsel. Und wir können den Estus aufwerten. Genau, Estus müssen wir aufwerten. Immer mehr dran können. Ja, André. Reinforce Estus. Yes. Gut, hat er gemacht. Und jetzt Infuse Weapon. Die können wir jetzt hier Fire infusen. Richtig geil. Wir könnten auch hier Magic oder Holy. Die machen halt irgendwie Lebensregeneration und Mana-Regeneration. Aber wollen wir gerade nicht. Wir wollen Feuer. Wir wollen Feuer-Damage. Und mir wurde zu... Was ist da unten los? Achso, das Skelett. Und mir wurde zugetragen, dass ich doch da oben mit dem vielleicht nochmal quatschen soll. Hm? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, der verkauft die ganzen Drachensachen. Was ist da los? Ist ja mega. Dragon Headstone. Ja, okay. Müssen wir uns dann auch alles noch schnappen, bevor er abhaut. Denn irgendein eigener Punkt der Geschichte ist ja dann weg. Glaube ich halt. Aber bei dem Heinz hier können wir uns Odds and Ends. Was war das nochmal? Inside the Embers? Nee. Elixir. Nee. Tüte Eis? Nee, wollen wir auch nicht. Öl wollen wir, genau. Right Hand Weapon Appearance. Ja, genau. Und da wollen wir schön Feuer. An Aura of Fire. An Aura of Fire wollen wir, oder? Wollen wir? Left Hand. Right Hand wollen wir, ne? Right Hand. Also, ich hoffe, das ist jetzt nur optisch. Ja, hier so. Use. Ich hoffe, das ist optisch und ich hoffe, das bleibt so. Denn ich finde es einfach cool, wenn so ein Schwert brennt. Hä?
Travel. So. Zurück nach Halbfeste. Hoffentlich bleibt es so. Daumen gedrückt, Leute. Fingers crossed. Ja, es bleibt. Nice. So, mit unserem Flammenschwert können wir jetzt endlich die Gegner brutzeln. Mega gut. Alter, komm her. Die zum Beispiel. Die mögen kein Feuer. Mögen die nicht. Das ist bekannt. Der Baum, bei dem Baum weiß ich es nicht. Ich denke mal, der mag kein Feuer. Oh Gott, davon die Christen gehen wieder von Haus zu Haus. Kreuzigen Leute, was zur? Wie? Wie hat er mich gesehen? Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Ja, hat er einen Stamm im Boden. Klar. Guck, die fallen auf die Knie, wenn man sie verbrennt. Ja, mal zwei. Immer mal gucken, ob der eine kommt. Eine. Oh ja, du kleiner. Du kleiner Kebab-Spieß, dich grill ich. So, ist einer getarnt. Ja, sollen wir vielleicht versuchen, den Großen zu machen? Ich weiß ja nicht. Hallo, die Range, Mann. Trifft dich nicht, oder was? So, ah ja, genau, wir haben ja auch das Heilwunder. Das Mini-Heilwunder. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie man die Wundertante kriegt. Tut mir leid. Ich hätte es so gern schon. Hallo, mein Herr. Komm so. Oh ja, es macht Schaden. Aber ich kriege auch massiv Schaden, ne, von dem. Bum, bum. Oh, Feuer macht er echt nicht, ne? Yes, Leute, Feuer ist OP. Elder Gurus 3. Neue Waffe. Warum habe ich getrunken? Ich hätte auch Magie verwenden können. Das ist jetzt irgendwie blöd. So, Elder Gurus 3, eine Seele. Okay, okay. Ist okay. Ja, du, was bist du hier? Geh weg. Feuerschaden. For the win, Leute. Feuerschaden. Gibt's hier Feinde? Ah, hier ist wieder so ein Christ. Also ich kann mich täuschen, aber es ist viel stärker als vorhin, das Schwert. Ich hoffe nicht, dass die Aura irgendwie Damage macht. Das wäre jetzt nicht so toll. Und das finde ich dann schon wieder irgendwie lame. Bam, bam. Wenn das wisst, schreibt es vielleicht in die Kommentare, aber soweit ich weiß, wissen gar nicht viele Leute, dass man das Spiel hier irgendwie modden kann. Wenn ich das richtig aufgefasst habe. Oh, guck mal. Eine Kiste. Fein, fein, fein. Ah, der Heraldsheld. Was ist das? Astorisches Schwert? Richtig gelesen? Hollowed Sword. War das das? Das Hollowed Sword. Das brennt auch. Ach so. Ja, lol, die brennen ja alle. Ist ja klar. Meine Right Hand brennt ja. Ah ja, da können wir jetzt schon wieder. Könnte schon wieder sein, dass wir uns täuschen und versehentlich eine Waffe drin haben. Die gar keinen Buff hat. Soll nicht passieren. So, mein Lieber. Komm sie her.
Einmal Grillfleisch. Silberritter Grillfleisch. Au, 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 au. Da wollte ich wieder zu viel, ne? Ich weiß. Oh ja, oh ja. Ich weiß noch, Dark Souls 2 habe ich mit dieser Waffe durchgespielt. Mit dem Black Knight's Greatsword, glaube ich, ist es. Oh lol, ich krieg gar nichts von dem. Richtig schöne Waffe in Dark Souls 2. In Dark Souls 2 hat sie auch noch Feuerschaden, soweit ich weiß. Elemental. Oh, Gott sei Dank. Hier hat sie leider nichts mehr. Hier hat sie nur noch rohen Schaden. Der Hunters Ring. Der Hunters Ring, was macht der? Dexterity. Ja, brauchen wir jetzt noch nicht. Und vielleicht, wenn wir irgendwann eine Waffe haben, die extrem viel Ausdauer braucht. Oh, das ist bestimmt eine. Hallo, wo sind die ganzen Mimics hin? Alle ausgewandert. Schön, das Black Knight Set. Schön, 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 schön. Sonst gibt's ja nichts mehr. Hoffentlich habe ich nichts übersehen. Wunderbar. Da kommen wir noch nicht durch. Doch. Hoch, drüber, rüber. Krabi. Wollen wir Krabi wagen? Ich weiß nämlich nicht, wie der sich mit Feuerschaden. Ist ja ein Wassertyp, ne, Krabi? Das ist sehr effektiv. Ich sehe dein Leben nicht, Krabi. Oh. Der haut jetzt ab, soweit ich weiß. Wenn man weggeht, zu lang. Das ist mir auch gleich. Der soll jetzt ruhig. Und ruhig einen Abflug machen. Ja, ist noch da. Lol. Help. Ich werde von einer Krabbe verfolgt. Hilfe. Jo, ich habe schon wieder geschafft, fast tot zu sein. Also hier lebensmäßig spielt sich nicht mehr so viel ab. Auch die Estus sind ziemlich leer schon. Warum liegt da eine tote Krabbe? Mit einer Moosfrucht drin, ja. Ich weiß nicht, sollen wir die Krabben machen? Die droppen, soweit ich weiß, einen Pyromantenring. Alter, das Schwert echt krass. Guck mal. Ja, der Great Swamp Ring verstärkt Pyromantie enorm, glaube ich sogar. Oder ist es der Hexenring, der enorm verstärkt? Aber einer verstärkt hat leicht und einer enorm. Kann man aber stacken. Stecken. So. Eigentlich sollte eine zweite was? Invited! Invited! Wird invited! Ich kann nicht Deutsch! Was? Was? Hilfe! Mal raus aus dem Sumpf! Raus, 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 raus! Der feigste Dark Souls-Spieler dieser Welt. Aber hey! Da kommt er auch schon. Ein rotes Phantom. Halb unsichtbar. Man sieht es fast gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt seht. Der Mann mit dem Hut. Komm her, Mann mit dem Hut. Ich weiß, dass du ein Zauberer bist. Du kleiner, kleiner Zauberer, du. Ja, schieß auf den Stein. Gute Idee. Jetzt warten wir kurz. So, deine Magie ist nämlich begrenzt. Hey, 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 das war ein Backstep, Leute. Das war legit ein Backstep, ihr habt es gesehen. Ich glaube, er hängt fest. Ja, der hängt fest.
So, mein lieber Santus Crown. Santus Crown. Gab's, glaube ich, auch bei Dark Souls 2. Hat auch Pyromantie verstärkt. Ich weiß auch nicht, warum Pyromantie und der Sumpf so viel Gemeinsamkeiten haben sollen, aber mein Gott. Wo die Liebe hinfällt, ne? So, habe ich da was gesehen? Ich dachte, hier ist eine Mimic. Also halt eine Chest. Oh. Oh, was bist du für eine? Hä? Das sind Corvis, also die Adlermänner. Hier gibt es auch einen An. Ein An. Genau, ein An gibt's hier. Ne, hier gibt es einen tollen Trick. Wenn er mich vorbeilassen wird, so. Wenn die nämlich Agro auf mich haben, dann wollen die mich unbedingt verfolgen. Unbedingt. Aber was sie nicht können, ist, soweit ich weiß, aktiv Leiter gehen. Also werden die hier runterspringen. Und sterben. Ah, kleiner Speedrunner-Trick. Wo ist der zweite? Kommt der auch noch? Wir machen so lange mal das Feuer an hier. Kommt der echt nicht, oder? Mann, habe ich einen übersehen. Egal. Ja, wir können gleich leveln. Stimmt eigentlich. Was leveln wir denn? Ne, nicht Travel. Level. Was leveln wir? Was leveln wir? Das haben wir auf 20, habe ich gesagt. Will ich alles auf 20 haben. Vitality, was ist das? Ah, Equip Load. Ne, das brauchen wir nicht. Strength. Oh, machen wir Strength auf 20. Soldergeiz. Schönes Mischbild. So, und das hier ist der Sumpf. Da wollte ich hin. Gibt es einige tolle Sachen. Und vor allem Gegner, die kein Feuer mögen. Und solange man hier in dem Schlamm steht, umso mehr wird man vergiftet. Sollte man beachten, um nicht am Vergiftungstod zu sterben. Da stehen sie auch einfach rum. Stehen alle einfach nur rum. Es sind viel mehr Gegner jetzt mit dem Mod. Eindeutig. Da stehen sie rum. Da stehen sie rum, überall. So, was ist los mit dir, Schlammschnecki? Der ist der Schlimmste, der da so durchgestreckt da steht. Oh Gott, oh Gott. Würde ich gern irgendwie pullen, ja. Sehr nice. Kommen sie zu mir. Mister, spring ins Feld, komm. Komm doch. Ja, ich weiß ja, was du machen willst. Die setzen sich nämlich auf dein Gesicht. Und zwar nicht auf die gute Weise. Und saugen dir das Leben aus. Die anderen zwei sind nicht so schlimm. Der hier hat nicht mal anständige Deckung mit seinem Schild. Hinter der kriegt halben Schaden. Half-Life. Beim direkten Hit. Auf Schild. Geblockt. Schon krass, wie schlecht das Schild ist. Jo. Leute, und wie es da oben dann weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Vergesst nicht zu abonnieren und ein Like da zu lassen. Würde mich sehr, sehr unterstützen und vor allem den YouTube-Algorithmus ein bisschen mehr auf mich aufmerksam machen. Danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Euer Thales. Tschüss.